Und wir sind live im Bild, live und in Farbe in der warmen Sonne Brasiliens auf dem Cirque de Interlagos in São Paulo. Exklusiv nur für Jenny im Livestream. Wir haben einen Zuschauer. Es ist Jenny. Exklusiv nur für sie. Ist überhaupt deine Stimme übertragen? Gut. Ja, aber die anderen müssen dich ja auch hören, also so ist es ja und so weiter, ne? Und sie muss Kommentare vorlesen. Weil es ist ja eigentlich ein exklusiver Livestream nur für sie. so steht's ja auch oben im Titel. Ja. Was sagst du? Sie kann die Kommentare schreiben, sie kann's besser ist, wenn sie vorliest. Ja. So, jetzt müsste meine Stimme übertragen sein. Übertragt sein? Was? Ja, übertragen. Übertragen. Übertragungsfähig. Einfach mal schnell die Handbremse gezogen gerade. Und das ging voll da hinten los. Autsch, scheiße. Warte. YouTube! Nein, YouTube, nicht YouPorn! Scheiß Apple! Ja, Apple ist auch ein Mist, ey. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mein Internet verlaufen. Nein, Spaß. Das ist Pornhub, weil, Pornhub Sponsor, deswegen auch überall hier Pornhub-Werbung auf den Autos. Ey, warte, ist das schon nach 10 hier? Nee, wir haben Viertel vor 10. Ja, dann musst du alles wegpiepen. Ja, wahrscheinlich. Aber man muss ja auch den Sponsor, erwähnen. Pornhub. Ja, gut, ne? Das ja. Ist Digga, ich zock, wenn das hier vorbei ist, FIFA, weil es da eine geile Karte zu gewinnen gibt. Ja. FIFA ist schwul. Ey, ich hab heute den. Und man hört Darius nicht, glaube ich. 91er Team auf das Season Fabinho gezogen. Und ich glaube, man hört Darius nicht. Jenny, Regie? Regie, hörst du Darius? Nein, hört sie nicht. Gut, Darius, änder das. Sofort! So, jetzt. Sehr gut. Ich bin froh, ich bin glücklich. Ich bin stolz auf dich, Junge. Endlich hast du mal was richtig gemacht. Einmal in deinem Leben. Weil die Zeit von Pasco hast du immer noch nicht überwunden. Nee. Ja. Ja, wieso geht das nicht, hä? Bist du sonst immer so super toll? Ja, ich hab die... Ja, hätte ich abgekürzt, hätte ich eine Strafe gehabt. Ja, die kannst du trotzdem. Junge, du kannst so hart abkürzen. Strafen sind nur schwach. Na und trotzdem habe ich trotzdem 2 Sekunden Strafe, wenn ich abkürze. Ja. Okay, das probieren wir jetzt aus. Nächste Runde probiere ich das aus. Das ist ja fast eine halbe Sekunde, wo will man die denn rausholen? Das geht ja gar nicht. Ich habe doch gesagt, ich habe den Mittelsektor immer verkackt. Ich hab den richtig gut gefahren, dieses Mal. Anvisieren. Ziel anvisieren. Abschuss. Oh Junge, du Hurensohn. Du Huren. Keks. Ziel anvisieren. Nee. Ah, er ist in der Box. Schade. Hey!
Wie leistungsdings aus? Bist du flachsen? Komm mal auf die Strecke, mein Freund. Ja, pass auf jetzt, Alter. Ah. Digga, du kriegst jetzt, ne? Dings und so weiter. Bumsen, ah, du bummst mich jetzt, okay, ja. Gut zu wissen. Ja, er macht sein Auto jetzt schneller, damit er meine Zeit kriegt. Weil das anders nicht drauf hat. Ja, richtig. Ja, das ist wie beim. Ja, nee, das wäre ja auch. Das wäre ja auch gelogen, weil. Sex hat er ja auch keinen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das ist wie wenn er Vögel will, muss er auch Viagra einschmeißen. Alter. Alter, jetzt bin ich vergraben, Alter. Du hast dir gerade richtig Hops genommen, Alter. Ja, er weiß, dass er sich mit mir nicht betteln soll, weil ich mach den immer in Grund und Boden. Ich konter richtig. Das Einzige, was du konterst. Jetzt kommt das. Das ist immer so richtig schlechte Konter. Jetzt kommt. Ich bin gespannt. Komm, rede, Junge, rede. Nee, verkackt. Die Runde geht auch wieder an mich. Ja, ey, Hank, ja. Lass mich mal vorbei. Was fahrt ihr denn da? Du bist auch noch weit entfernt, mein Freund. Das sind. Jetzt fliege ich wegen dir ab, du. Keks. Ist das dein scheiß Ernst? Ziel an wie sie. Tja, Ziel an wie sie. Jenny, ich würde mir Sorgen machen an der Stelle. Ja, guck mal, er holt hier Gruppe 1 Auto raus. Er holt hier Gruppe 1 Auto raus. Echt jetzt? Ja. Oh, was ein Noob, Alter. Ja. Du, Mann, bist du ein Noob. Reicht ja damit meine Zeit nicht. Weißt du, er ist ein Noob und das reicht ihm noch nicht aus, da er ein Eunuch, weil er ist ein Eunuch, ja, so. Ja, ich bin ein Eunuch. Eunuch. Oh mein Gott. Deswegen fährt er nämlich auch LMP1, weil er ein Eunuch ist. Ja, hat keine Eier. So, jetzt machen wir hier wieder Gruppe 4. Nee, ich fahr noch ein bisschen mit dem Audi. Auch noch Audi, wie schwul ist das denn? Ah, nee, ich bin besser leise, ja. Ich fahr selber Audi. Ja, er kriegt meine Zeit ja nicht, das ist es ja. Aber ich fahr auch nur ein M4, einen A4 und keinen LMP1. Ey, Darius. Darius, geh mal in die Einstellung und sag mir mal deine erste Sektorzeit. Die im ersten Sektor, dann kann ich dir sagen, ob ich da schneller bin als du. Ja, in dem ersten Sektor sind wir immer gleich gefahren, aber im zweiten. Richtig, im zweiten, da habe ich nämlich 4 Zirkel rausgeholt. Ja, ich fahre jetzt auch hier durch die Kurve, glaube ich. Da fahre ich immer ein bisschen vorsichtiger durch. Ich werde jetzt mal meinem Namen gerecht. Du holst jetzt bestimmt einen E30, der sowieso nicht in die Pötte kommt. Wo du noch eine Bäckerei hinterher werfen musst, damit der mal in den zweiten Gang kommt, Alter. Ja, wart ab, du Großmaul, also, wart ab. Ja, Darius, bevor du Sprüche schlagen darfst, darfst du mit einem Gruppe 4 Auto meine Zeit schlagen. Genau! Ja. Pascal, bevor du deine Klappe aufmachst, kannst du meine Zeit jetzt mal mit dem Gruppe 1 Auto schlagen. Sagt der Eunuch. Ja, ich bin einer, aber ich bin einer. Ist halt so. Was willst du machen? Das will ich machen. Jetzt kommt der Eifler und haut dem Fischkopf auf die Fresse. Achtung, Torpedo. Er meint Achtung, Schwuchtel. Er mit seinem schwulen Boxer. Das ist kein Boxer, das ist ein 911er, du Fotzkopf. 911er, Schwuchtel. Ja, lieber Schwuchtelauto als Norddeutscher. Alter, das war eine Beleidigung hier. Wo bleibt ein Deckel?
Ja, der ist schwul. Nein, Spaß. lass meinen Stevie in Ruhe. Ich hab ihn lieb. Das ist auch besser für dich. Und für dich. Ja. Weil dann muss ich mich nämlich nicht aufregen und dich nicht suchen. Dann muss ich mich nicht aufregen und dich in den Anus bumsen. Ja, da stehst du nämlich drauf, ich weiß. Ja. Andere Jungs in den Anusbus. In den Anus ficken. Ja, Digga, dafür muss ich das auch erstmal zulassen. Ja, das lässt du ja. Ja, bei nee, hol du erstmal deinen Stock aus dem Arsch. Bei London Darus lässt sie ja. Ey, meine Freundin hat Stock mit Nachnamen. Oh, scheiße. Sie gehen raus am Stock. Direkt erstmal bei Facebook suchen gehen. Ja, sie hat kein Facebook, ja. Ach so, eine ist sie. Die gibt's wahrscheinlich in echt doch nicht einmal. Das ist wahrscheinlich in echt, ist das deine Schwester. Nein, so war das nicht gemeint. Das war eher so gemeint, dass es in Wirklichkeit seine Schwester ist, die da hinten im Hintergrund sitzt und sich das alles anguckt. Nee, meine Cousine. Ja, stimmt, das ist sogar in Deutschland legal. Ja, deswegen ja. Ja, es fällt nicht unter Inzucht. Ja, deswegen ja, das ist ja nicht ganz so eklig. Ja. Ups, da geht der Porsche fliegen. So, Pascal, ich werde jetzt. Wie sie sich kaputt lacht einfach, so geil. Alter, warum kommt das Ding nicht aus dem Quark? Das Getriebe scheiße übersetzt ist. Porsche ist allgemein schwul. Du bist schwul. Ich fahr doch selber den. Wer nennt sich schon Destroyer bzw. Zerstörer? Ja, das aber das weißt du, Tom, weißt du, wie er überholt? Wie denn? Er rammt jeden, er rammt wirklich jeden. Ja, hinten auf der Ecke wahrscheinlich, ne? Ja, richtig, ja. Er rammt jeden. Ach so. Das stimmt mir ja mal gar nicht. Ja. Digga, das heißt anklopfen, nicht abschießen. Anklopfen ist erlaubt, also hinten auf die Heckklappe kurz mal dran tippen. Ja. So ankündigen, hallo, hier bin ich, hier. Ja genau, richtig, hier bin ich, lass mich vorbei. Aber nicht hinten auf der linke Ecke oder rechte Ecke und dann. Digga, wir üben für Gruppe 4, du Eumel. Junge, da brauchen wir doch nicht viel üben. Was willst du da üben? Digga, ich üb dich gleich mal, ey. Der war ja mal mega scheiße. Der kam nicht, wirklich, so hier zu geben. Was ist das warte, jetzt? Pascal, du. Warte, Pascal, warte. Ah, jetzt ist er angekommen. Der kam so und hat dann so an Höhe verloren. Ey, Darius, guck dir mal meine schöne Lackierung für den Toyota an. Die will ich jetzt auch sehen. Created by Jennifer Stock. Warte, ich sehe nichts. Ja. Warte. Warte, ich bin genau neben dir. Okay, das sieht aus wie so ein Pilz von vorne. Da ist ein Penis drauf. Ja. Nein, ein Pilz. Ist da ein Penis drauf? Das ist ein Penis. Ja, warte, die andere Seite. Pass auf, die andere Seite, da steht noch was. Pupa. Windelpupa. So ein Windelpupa. Vor allem, guck dir mal meinen an. Guck dir mal mein Set an. Obstsalat. Guck mal hinten allein auf meine Heckklappe. Ja, das ist dunkel, da sehe ich nichts. Dann fahr mal ran, mach mal Licht an. Ja, mach mal Licht an, Pascal. Pascal. Ich sehe gar nichts. Mach mal Licht an. Warte so. Bleib noch stehen jetzt. Oh toll, jetzt ghostest du. Was steht denn da? Speed! Oh. No speed, no life! Hab ich sogar irgendwo auch noch am Auto stehen. V
Vor allen Dingen, dieses Ding sieht, also das sieht man leider so schlecht, also hier in der, in dieser Ansicht. Das Ding sieht aus wie von Hells Angels gesponsert. Ah ne, Hells Angels darf man ja nicht mehr sagen. 81. Nein, nein. Hier, 81. So, deswegen heißt ja auch Support 81. Warum ist das verboten? Weil es eine kriminelle Organisation ist. Also laut dem Gesetz, ja. Dabei ist es ein Motorradclub und keine kriminelle Organisation. Aber der Gesetzgeber sieht es halt als kriminelle Organisation. Pisslappen. Junge, du fährst so langsam, du fährst ja wie mein... Ich bin gar nicht langsam, ich hau dich gleich. Ich bin gar nicht langsam gefahren. Ach, fick deine Schwester, Alter. Ich fick gleich deine, Alter. Ja, komm her. Ich fick gleich euch. Dann muss Pasco das nicht mehr übernehmen. Und Pasco? Das kommen ja immer neue, noch mehr Spitznamen für mich raus. Pasco. Ja, bei uns heißen sie, also bei uns ist halt unten der Spitzname für Pascal halt Pasco. Ey, das ist auch vollkommen okay so. Aber ich hab den Namen auch schon mal irgendwo gehört. Die rollende Samenbank da vorne. Die rollende Samenbank. Das ist der rollende Pilz, Alter, der Fugelpilz. Alter, Pascal. Ich hab dich nicht berührt. Jetzt sagt man nicht, dass ich dich berührt hab. Das Berühren der Figur mit den Pfoten ist verboten. Wieso habe ich eine Strafe? Wofür? Weil du geboren bist, mein Junge. Darauf komme ich jetzt nicht klar. Aber was hast du abgekürzt oder so? Nein! Ich hab die Abkürzung schwach auf schwach. Ja, ich bin von der Strecke abgekommen. Hm. Ah! Ja, Pascal mit seinem schwulen Supra. Digga, ich feier den Wagen übelst. Warte. Ups, falscher Knopf. Destroyer-Dari jetzt im Zweikampf gegen Heyho. Pascal alias Pasco. Der Pasco, hier von Sperma Motorsport. Sperma Motorsport GmbH. Mit der rollenden Samenbank. Ja, guck mal. Und da kam schon wieder der Schubser. Ja. Nee, also ich würde jetzt, also das würde ich jetzt nicht als Schubser betiteln, das war wirklich Anklopfen in diesem Fall. Da müsste man jetzt den Darius wirklich hier in Schutz nehmen. In seinem DTM-Design auf dem M6. Fahr langsamer, du Stück Scheiße, Alter. Ihr zwei gehört verboten. Der bremst hier voll aus, der Sack. Hoffentlich... Ah, die Regie springt um auf die rollende Samenbank. Ja, da ist einfach mal ein Penis auf der Seite. Hier sieht man das schöne Bild. Und da ist Pupper. Das Design ist entstanden unter der Feder der lieben Jenny. Ja, 15 Runden, Zweikampf hier zwischen den beiden Pseudo-Heten. ...1,27, jetzt hier die schnellste Runde von Pascal gewesen. Ja, Darius versucht, da dran zu kommen. Er versucht und versucht und versucht, an diese Zeit zu kommen und eine schnellere Rundenzeit zu fahren. Es gelingt ihm aber nicht. Ja, bitte. Ja. Irgendwie aus der Kurve beim Rausbeschleunigen geht mein BMW mal mit dem Heck weg und dann kann ich den nicht gerade bringen. Woran liegt das? Ich gucke gerade mal zu. Nee, das ist schon das Auto schuld. Ja.
Hältst du Gas währenddessen? Hältst du Gas währenddessen durch die Kurve fährst? Ja, aber dann gehe ich weg und dann bleibt er trotzdem so. Irgendwas ist da falsch, weil sonst ist es nicht so. Ja, gerade weil du vom Gas gehst. Wenn du vom Gas immer drauf halten. Genau, du musst das Gas halten. Weil wenn der den Gaszug verliert, dann blockiert das Differential und der Arsch rutscht weg. Oh Gott, voll verbremst. Okay. Ja, ich versuch's mal. Weil sonst war das nie, wenn ich mal gefahren bin. Ja, Destroyer von Top Secret. Hallo, Ibims. Ein Zoll Spaß. Ein Starius. greift jetzt hier wieder die rollende Samenbank von Sperma Motorsport an, die von Hey Hope pilotiert wird. Pascal ist echt eine rollende Samenbank, ey. Das Auto ist eine rollende Samenbank. Eine Spermaqualle. eine Spermaqualle? Ja. Ein Spermapilz. Ein Spermapilz. Die Spermaqualle gefiel mir jetzt gerade ehrlich gesagt besser. Also ich fand das dann cooler. Ja, Spermaqualle dann. Jenny, du musst aufpassen. Auf Pascal. Der vermehrt sich ganz schön schnell. Nee, er verteilt seinen Samen überall. Ey, man kann sich doch nicht konzentrieren. Ist er, ne? Und in Wahrheit, sollte da auch nicht Pupper stehen, sondern Pepper. Pepper? Das ist ja auch weiß. Ja, Mann. Und nur Assis sagen Pep. Ich hab einen Kollegen in der Klasse, der peppt immer. Ist das jetzt ein Schwuchtel? Willst du sagen, alle, die ziehen, sind Schwuchteln oder was? Nein. Ich wollte schon gerade sagen. Hast du es gesehen, aber am Heck? Hm? Scheiße. Ah, nicht so gut. Okay. Ja. Er zieht hier seine Runden. Die Spermaqualle. Pascal ist echt eine Spermaqualle auf Rädern. Jenny, was hast du dir bei dem Design gedacht? Ich dachte, glaube ich, an Pascal. Nix, das habe ich mir auch schon gedacht, dass du dir dabei nichts gedacht hast. Mein Freund ist die beste Spermaqualle, die es gibt. Ja, genau. Aber so hat meine Freundin auch immer gedacht. Also ich musste mir eher immer anhören, dass von meinen Ollen, dass sie da ein Problem haben, dass andere Weiber auf mich stehen. Das wurde mir dann als Vorwurf gemacht. Was ich nicht nachvollziehen kann. Stefanie wahrscheinlich, ne? Das ist deine. Hä, hey, bist du behindert, ey? Das ist ja kein Inzest hier. Ja, wieso? Was soll ich mit der anfangen? Weiß ich nicht. Echt? Genauso wenig wie ich das würde, an deiner Stelle. Ja, aber pass auf, ich wünschte, ich könnte jetzt hier WhatsApp einblenden, ne? Dann würde ich hier Chatverlauf einblenden, wo du geschrieben hast, dass du voll auf die stehst. Aha. Ja. War da nicht in die Wiederholung, in die Zusammenfassung von dem Stream hier werde ich den Screenshot reinpacken. Kleiner Homo. Wer jetzt ich? Ja. Immer noch Bilder schicken hier. Hast du dafür Beweise? Ja. Hau raus, will ich sehen. Der Beweis fährt vor mir. Die Spermaqualle. das ist dein Beweis dafür, dass. Ja. Ey, mein Gott, mein BMW kommt nicht aus dem Fall. Ich hab irgendwie voll versteilt. Gleich. Pascal, ich erinnere dich nur ungern daran, ne? Ja, Digga! Okay, das wollte ich eigentlich gerade Pascal vorgeschlagen haben, aber Darius hat es umgesetzt.
Ja, guck mal, das hat er gemacht, weil er nicht dran vorbeikam. Pascal, Ziel anvisieren und abschießen. Ey, kann der Schaden noch weggehen? Mann, Schaden geht doch mal weg, meine Fresse. Darius, du hast eine Drive-Thru-Penalty. Ich hab 20 Sekunden Strafe, mir auch nicht. Du kriegst jetzt von mir eine Drive-Thru-Penalty, weil du einen Unfall provoziert hast. Ich werde gleich mal richtig den Torpedo nachmachen. Tja. Ach, ja, erzähl mal, wie war's eigentlich? Du hast ja Vertretung für Gabi gemacht. Heute. Ja. Heute ist ja Montag. Heute war ja dein erster Arbeitstag als Vertretung für Gabi. Am Bahnhof. Auf der Linie. Man kennt ihn. Ja, man kennt ihn. Ja. Wie war's? Ganz geil. Sehr schön, hat mich gefreut. Sag mal, was kannst du eigentlich? Jetzt fährt er alleine hier. Ey, ich hatte 42 Strafsekunden. Verdient. Aber richtig. So, was will jetzt hier Sperma Motorsport alleine rumfahren oder was passiert jetzt hier? Ja, eigentlich schon, aber. Warte, ich fahr mal mit dem Essen warten. Sag mal, was geht da bei euch ab im Hintergrund? Vieles. Pascal, du kannst doch mal den Supra fahren. Geht dir die kleine fremd? Oder die so? Kleine Lunze? Natürlich geht das. Natürlich geht sie das. Pascal, wollen wir mal Sommerbus-Duell fahren? Ja, boah, das wäre. Nein! Boah, doch, ohne Witz, das ist geil! Doch, lass mal. Mach NOS an und dann. Samba-Duell. Doch, Samba-Duell. Alter, Samba-Bus ist lustig, ja? Samba-Bus ist geil. Wenn gleich auf Gruppe 4 umgestellt wird, Rennsimulation ist, zocke ich gleich FIFA. Okay, pass auf. Lass einmal Samba-Bus fahren und dann können wir weiter trainieren. Chill out. Samba Chillout. Und ja, dann, ja, okay, also so als kleine Pause und dann wieder hart trainieren. Bitte? Nee, die so eine Just. Ich mach die Runden mal zu Ende, die Runden kürzer. Doch. Ja, das ist alles. Hey, sonst kannst du die hier nehmen. Ich mach drei Runden. Du bist peinlich. Weint sie? Sie heult. Ja, sie weint gerade. Chantal heul leise, Jenny. Ey, Jenny. Heul leise. Heul leise. Ja, was ist denn? Der Samba-Bus ist so schwul, Mann. Passt ja dann zu dir. Das kam was? Das kam so früh. Ja, weil bis sie reagiert hat, weil das ist ja mit dem Delay hier im Stream. Ja, sind so 10 Sekunden oder so. Mhm. Auch ein gutes Rennen. Alter Pascal, du hast. Digga, ich bin McDonald's. Du bist ich bin der McDonald's. Du bist der Lieferservice für McDonald's. Hey, ich dachte, ich fahr mit. Ja. Ach so. Das wolltest du auch machen. Ja. Wollen wir mal kurz neu starten für Tom? Tom? Ja, bitte. Ja, können wir machen. Ja, immer wieder dieser Torben, der nix kraft hier, um reinzukommen. Ey, Pascal. So, ist Fressbrett oder was? Wenn du neben mir fährst, guck mal, wie mein Typ da in dem Samba-Bus sitzt. Wie so ein Krüppel. Ja. Schau,
Komm mal her, lass mal nebeneinander fahren, dann siehst du. Wieso geht mein Auto jetzt nicht auf eine verdammte Strecke? Herzlichen Glückwunsch, Tor. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Ich möchte meiner Familie danken, dass sie immer an mich gedacht hat. Nicht vor allen Dingen meine Mutter. Papa. Nee, ja, Papa ist der Größte. Nee, Kappa, nicht Papa. Ach, Kappa. Ach, Kappa. Wie kommst du jetzt auf Kappa? Kappa ist von Genetik. Nein, kennst du das nicht? Genesect? Kappa ist das neue Genesect ist ein Pokémon. Ach, dieses Dingsvieh Beam. Hä? Was wollt ihr denn alle? Genesect ist ein Pokémon. Ach, Pokémon. Ah, ja. Wie lange habe ich jetzt schon nicht mehr Pokémon gespielt? Digga, ich spiel Pokémon Go, effektiv. Macht euer Bus auch beim Beschleunigen am Anfang fast nur Wheelie? Ja, ja, Digga, kann es sein, dass du immer noch die ganzen Dings ausgeschaltet hast? Boah. Dass sie beim Streit haben, sich da mal vorne bekriegen, wir ziehen einfach hier vorbei. Ich fahr auf zwei Rädern und weg. Weil der Hip passt ab. Ey, da muss die Ego-Sicht dran. Nein, ja, also, wir machen keinen Neustart. Digga, ich hab. Ich, ja, mach mal hier richtig die Samba-Bus-Dinger rein. Ey! Alter, warte, ich guck mal. Warte, bleib mal stehen. Warte, zeig mal hier. Ja, ich will, deswegen fahr ich da ja hin, du! Fahren wir nicht so schnell. Ja. Torwart, Alter. Hey, das sah im Stream richtig komisch aus. Nein! Herr Pascal, bist du gerade auf zwei. Ja, will ich gerade fahren. Aber das ist voll schwierig. Das Ding kannst du auch auf dem Dach stellen, ne? Ey! Lass jetzt mal starten, ich mach Boost und Dings an. Warte, die hat das Ziel angegeben und. Ja, okay, das Neustart. Pascal, dein Bus sieht so behindert aus. Machst du echt Werbung? Ich hab echt geschrieben, dass du das angucken. Ey, dann, bald kommen mehr Zuschauer. Mein Bus fällt fast um. Änder mal die Einstellung hier auf Samba Chillout. Ja, mach ich. Schlimm mit dir. Er ist Darius. Ich weiß. Okay, so. Oh. Ja, dann, nein. Da fehlt noch eine Menge. Was fehlt denn da, Alter? Veranstaltungseinstellungen anzeigen. Bodenhaftung, realistisch. BOP ist aus, Leistungsbegrenzung ist aus, maximale Reifen. Ja, okay. Ja, das passt. Nur denkst realistisch auf Bodenverlust. Ja, warte, ich guck gerade, was noch fehlt. Ich muss ihn noch davon überzeugen. Ansonsten. Zehner von mir, wenn sie guckt. Ansonsten passt alles. Lass mal ohne Fahrhilfen fahren. Ja, und Tuning muss ein. Und Tuning ein, bitte. Okay. Warum? Na gut. Hier, so kriegt man ja, weil das Getriebe sonst zu kurz ist. Ja. Was war mit Jenny? Na, sie holt gerade eine neue Zuschauerin. Ah. Okay. Ja. Jetzt fällt der. Das ist süß von ihr. Danke. Ja, so ist sie, ne? So ja. Kann sich glücklich schätzen mit ihr. Ja, kann ich auch. Ja. Sie hat von mir einen eigenen Livestream gekriegt. Ja, dicke Titten, geiler Arsch, das läuft. Kann ich nicht beurteilen. Dicke Titten. Kartoffelsalat. Es ist die mit den dicken Titten, ich fix sie direkt in die Mitte. Nix. So, jetzt geht's hier los. Ich werde euch sowas von der Strecke hauen. Wieso starte ich als letztes? Weil du das letzte bist. Das hat mich verletzt. Ist die Wahrheit. Pass aber zu dir, David. Ich sag ja, es ist die Wahrheit.
Pascal, du wirst gleich die Gummimauer küssen, mein Freund. Ach, du gehörst in die Gummizelle. Oh. Und du besorgst dich mit dem Gummi. Den Gummi Stock hast du im Arsch. Halt die Fresse. Scheiße, sie heißt ja Stock. Muss ich wieder aufpassen gerade. Gummiknüppel im Arsch. Oh mein Gott. Alter, mein Bus fällt nicht mehr um. So geil. Also kannst du mir, Pascal? Das macht Torn, denn da? Von der Strecke fliegen, weil ich euch zugucke. Es geht da hinten los, wa? 130. Was ist denn mit dem verkehrt? Alles. Ja, wegen dem Boost. Wegen dem Boost. Boah. Mein Auto fährt nur 130, Mann. Boah. Allein dein Auto, Digga, das kannst du nicht im Auto nennen. Der, das ist ein rollender Scheißhaufen hier. Das ist eine besser als die rollende Sperma-Bank. Nein, das ist nicht geil. Samenbank, Entschuldigung. Aller Samba Chillout, beste. Ja, ohne Witz. Sag mal, Jungs, was ist mit euch los? Habt ihr nichts drauf? Wir haben eine Zahnbelach drauf. Ja, richtig. Und ein bisschen Eichelkills auf der Schanze. Mein Kiffermobil hier. Ja, und. Mein. Also, erwischt hab ich ihn. Hä? Alter, der sieht auch schon wieder aus wie von 81 gesponsert. Schwarz-Rot. Schwarz-Rot. Schwarz-Rot-Weiß. Preußen! Ah! Bist du gekommen? Was? Noch nicht. Kommt noch. Was machst du denn da? Tom, wie siehst du. Das sieht so behindert aus, wie du. Ey, warte mal auf mich! Lass mal auf Pascal warten. Ey, mein Auto, das ist abgeschmiert. Lass mal auf Pascal warten. Digga, ich fahr 100. Ich auch. Sagt er, lass warten und zieht er mir vorbei. Dieses Elende. Ey, du Hartz IV Kind, hau ab! Oh mein Gott. Hartz IV Kind, sagt er. Ja, Hartz IV Kind, sag ich. Oder wie hab ich. Oder. Oh, nee, wie war dein Spitzname früher immer gewesen? Meister Wichser? Ja, weil der hat, pass auf, er hat ein Bild gepostet bei uns in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe, wo er eigentlich signalisieren wollte, dass er jetzt online kommt, wo einfach mal eine Tubulotion und eine Klorolle neben seinem Fernseher stand. Ja, und das Nasenblut, das hast du vom zu viel, ne? Nasepudern. Es ist nicht lustig, wenn die Polypen mich durchziehen. Hm? Ey, Polypen? Soll ich euch mal was sagen? Ich bin nicht schneller als ihr, trotz Boost. Polypen sind wirklich nicht lustig, das muss ich jetzt wirklich zugeben, aber... Ja. Das... Aber es ist lustig, weil es dich betrifft, nicht mich. Gut, Polypen habe ich auch, aber die brechen bei mir nicht aus. Nicht so wie Pascal sein Auto. Ja, ne? Der ist eine Sperma-Qualle, Alter. Junge, ist das Scheißding langsam, da kannst du ja noch eine Bäckerei hinterher. Schneller als der E30. Nein, der E30 ist geiler. Ne, der E30 ist ein richtiger Muschiöffner, ja? Standard-Fahrer. Da fliegen die Mädels nur drauf. Alter, pass auf. Jenny, wo bleiben deine Zuschauer? Warte. Ja, die hat kurz zugeguckt, aber findet sie nicht toll. Oh. Ja. Das ist aber aber lustig, was wir hier machen. Ja, sie fand das zu sexistisch. Echt? Sind wir zu. Jenny, sind wir zu sexistisch? Boah, und weg. Ey, wartet mal auf mich. Lass mal auf Pascal warten, okay? Nö, ich vertrau dir nicht.
Junge, ich komm's doch ab. Ah nee, Ella Busch ist nur verklemmt. Ella Busch. Ach so, also sie ist so ein Mauerblümchen. Ja, genau, sie ist so eine zugetackerte Muschi. Oh, ja. Also so eine Prüde. Guck mal, ich komm an Darius nicht vorbei, er zieht sogar weg jetzt. Weil ich ein Setup hab, du kleine Muschi. Ja, ich auch. Dann bist du wohl schwul wie Hundescheiße. Oder du kannst nicht fahren. Ja, dass ich nicht fahren kann, das wisst ihr alle. Alter, der Samba-Bus ist richtig schwer zu fahren und ich fahre hier wie Michael Schumacher, ja? Das zeigt eigentlich nur davon, dass ich der bessere Fahrer bin von uns vieren. Ja, ganz cooler. Von uns drei, nicht von uns vier. Ich bin ganz cooler und Darius ist ein warmer Bruder. Komm, hau mir doch hinten ins Auto rein. Brauch ich gar nicht, fahr einfach durch. Darius, kurz ab. Nee, Pascal, kurz ab. Ich wollte dich weghauen. Ah, ich würde mal sagen, das ist schief gegangen. Ja, scheiß Ghosting. Scheiß Pascal. Ja, das Ghosting ist ja auch aktiviert. Ich habe das ausgemacht. Echt? Es war eben nämlich noch an, deswegen. Nein. Ich durch. Hau ab, du warmer Bruder. Bin ich in dir drin? Ja. Digga, das ist... Ist er schon drin? Junge, ich fahr hier Kampflinie, guck dir das an. Aber richtig, aber das leider bringt die Kampflinie nichts. Ella, guck doch zu! Ella, Junge, Grüße gehen raus. Ella! Hau ab! Hau ab, Darius, geh weg! Du klaust mir jetzt den Sieg! Nein, er klaut mir den Sieg, du... Hartz-IV-Kind! Ja! Du... Ach ja. Fuck, mein Controller ist weggeflogen. Ich hab keinen Controller mehr. Das ist gut. Simba! Pascal allein. Du hast 4 Hunde. Ich war jetzt Kampflinie, ne? Ich hab gesagt, ich fahr voll Kampflinie. Junge, ich bin richtig Ideallinie gefahren. Ja, das stimmt. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Ich hab keinen Controller mehr. Bist du behindert? Der ist gerade irgendwo hingeflogen. So, jetzt Gruppe 4, Darius. Wir können auch Gruppe 3 fahren. Problem ist, ich hab immer noch kein Kontakt. Ey, ich wichs deine Mutter gleich zu, jetzt mach. Ich wichs gleich deiner dir gleich ins Wissen. Jenny, ich würde mir das an deiner Stelle mit ihm nochmal überlegen, so. Hört ihr das an? Er will unbedingt Darius seine Mom vernaschen. Jenny, wenn ich jetzt du wäre. Also wenn ich Jenny wäre, würde ich mir jetzt erstmal einblasen. Okay, wenn du Jenny wärst, dann würdest. Gut, nur das, du willst also damit sagen, dass deine Freundin einen Schwanz hat. Jenny, ich würde mir an deiner Stelle wirklich das Ganze mit ihm nochmal überlegen. Nimm lieber mich. Ich bin noch schlimmer. Aber ich beleidige meine Freundin nicht. Ich auch nicht. Zumindest nicht, wenn sie dabei ist. Ich nimm lieber mich. Ja. Weißt du, jetzt will er Gruppe 2 fahren. Sie macht das schon 2 Jahre durch. Ja, sie macht das schon 2 Jahre durch. Ja, ich hab sie gehört. Das ist. Was läuft? Zwar rückwärts und bergab, aber es läuft. Ja, Kinder sind auch in Planung. Es läuft. Kinder sind schon in Planung? Oi, was sie sind unterwegs. Sind schon unterwegs. Wir haben ein Problem. Ich habe nicht nur keinen Controller mehr, sondern ich habe auch keine Zigaretten mehr. Scheiße. Jetzt sind wir voll am Arsch, weil ich werde unausstehlich. Nein, Spaß. Oh, wirst du zickig? Wirst du zickig? Nein, lass mich in Ruhe. Werd ich nicht. Weißt du, auf Darius ist auch kein Verlass, ne? Nö, ist es auch nicht. War es noch nie und wird auch immer so bleiben. Das ist wie mit Angela Merkel in der Politik. Ja, also läuft ja, nach dem Samba-Bus trainieren wir weiter. Ja, Gruppe 2. Das hab ich gesagt. Ja, er hat es nur bestätigt.
Ja, er hat bestätigt. Was? Ich habe bestätigt, dass wir weiter trainieren, ja. Aber mit was, habe ich nicht gesagt. Ja, ich habe aber gesagt, dass wir dann weiter Gruppe 4 trainieren. Du musst doch zuhören. Ich habe gesagt, halt, stopp. Ja. Jetzt rede ich. Halt, stopp, es bleibt uns im Haus. Halt, stopp. Daran wird... Hier bleibt alles so, wie es ist. Und da wird sich nichts dran rütteln, ob du hier bist und nicht. Ein was? Was? Es ist genügend Essen, Obst im Haus. Welches grüne Teil? Und hast du das ganze Spielzeug gesehen? Welches schwarze? Andreas, krieg dich wieder ein. Auf der Fensterbank? Ich weiß es nicht. Oh, du flankst sie auf der Fensterbank weg. Ich flank sie überall weg. Ja. Ich bumse ja, meine beste Freundin auch vor ihrem Freund. Ja. Das ist einfach so, ne? Was willst du machen? Ey, irgendwann hau ich ihn, ey. Wen? Zu Fisherman's Ranch? Der mal, hast du einen Rack? Ey, das ist richtig geil, lass mal zocken. Rob ist guter Rallye-Fahrer. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich zock FIFA. Nein. Nein. Digga, ich zock doch, ich Rallye fahre ich nicht. Rallye super jetzt. Fahr einmal mit, das ist ganz lustig. Rallye fahre ich nicht. Junge, komm. Ich stell dich nie so an. Ist gerade so. Hallo, ich hab für deine Freundin extra einen Livestream gemacht. Junge, sei mal keine Jenny. Kannst du mal Jenny aus dem Spiel lassen? Die hat damit nichts zu tun. Sei keine Jenny. Sei keine Penny. Sei lieber Jenny. Erstmal zu Penny, Jenny. Ey, Pascal, fahr mal mit, das ist ganz geil. Nein. Junge, du bist echt so ein richtiges Pussy-Move, Alter. Jenny. Sag deinem Freund mal, der soll hier sich benehmen. Er soll ja nicht so rumzicken. Okay, dann fahren wir zu Nürburgring. Aber mit normalen Autos. Mit N400, okay. Okay. Also, sagt, also, von, also richtige, Autos. Also normalen Autos, okay, dann bleib ich bei meinem E30. Also, ich muss aber kein Stream machen dafür. Bitte? Ja, du musst es ja sehen. Ach, ist ja, hier. Ja. Was, nochmal, was? Was war das? Cool. Nee, alles gut. Habt ihr nur so einen Adapter finden, damit sie auf meinem. Sie braucht. Achso, ich dachte schon, dass sie einen Adapter braucht, um. Lass mal alles machen, was wir wollen. Spaß zu haben mit dir. Nee. Was fahrt ihr so? Ist Ella noch dabei? Drei Zuschauer. Drei Zuschauer? Gibt's ein Auto, was kein Licht hat? Ja, das war mein 1 Auto. Das fahr ich. Nee, doch, warte mal, da gibt's noch eins, was keins hat. Der Card. Der dann gibt's auch noch einen, das keinen Sinn macht. Der Card. Wollen wir der Card fahren? Alter, was machen die da? Jungs, lass mal der Card fahren. Soll ich auf den Arsch hauen? Ich hab schon gerade deiner Freundin auf dem Arsch. Ja, Mann. Oh, Junge, Alter. Ich mag das. Okay. Soll ich gerade. Ja, Jenny, geht sich jetzt erstmal auch noch die Fresse tapezieren? Okay, mal Kart fahren. Nein! Okay. Ich will Gruppe 4 Viper Interlagos fahren. Ich will diesen Teppich nicht kaufen. Halt, stopp. Ey, wenn der jetzt hier wäre, ne, Darius, du würdest Anschluss bekommen. Wieso Anschluss? Weil du auf die Fresse bekommen würdest. Das, du bekommst Was bekomme ich? Du
bekommst gleich eine Spermaqualle ins Gesicht. Das kann sein. Das ist gut möglich. Und zwar nicht von mir, und zwar von Jenny. Alter, kannst du jetzt mal aufhören, seine Freundin damit einzubeziehen? Die hat da... Die hat damit nichts zu tun, Mann. Ja, er hat keine, deswegen muss er irgendeine mit einbeziehen. Nee, aber das Ding ist halt... Meine hieß auch Jenny. Deswegen ich hab auch keine... Ja, ich hatte meine Klassenkameradin, die hieß Jenny, aber... Ja, auch nicht. Ey, weißt du, was richtig bitter ist? Das... Einer aus unserer Klasse, der hat, zwei Jennys schon gebumst, ne, bis jetzt. Und ich auch. Das ist so belastend. So belastend, ja. Weißt du, was auch belastend ist? Herpes? Da ich meiner Freundin gerade geschrieben habe, fick dich ins Knie, verpiss dich und geh einfach den nächsten besten Vögeln, wie du sonst auch immer machst. Okay. Ja, weil, ey, nein, ganz ehrlich, weißt du, ich guck gerade so bei Snapchat rein und dann, hier, Gina ist eine gemeinsame Freundin von ihr und mir und ja, hat halt da gesnappt und ich muss mir dann da angucken, wie sie da hier bei Tanze im Mai, bei ihr da im Dorf, wieder mit irgendwelchen Typen da rumdings tanzt. Ja, hab ich keinen Bock drauf. Ey, da, nee, ganz ehrlich, hab ich keinen Bock drauf. Ich hab dir ein paar Mal schon gesagt, was ich davon halte. Und wenn sie es nicht hinkriegt, sich da irgendwann mal einmal dran zu halten, Entschuldigung, dann kann die mir am Arsch lecken. Richtig so. So, scheiß auf 10 Jahre, Alter. Okay, das würde ich jetzt mal nicht so sagen. Ja, doch, ist mir dann auch egal. Ich lass mich doch keine weiteren 10 Jahre von der verarschen, Alter. Reicht schon, dass ich das jetzt schon 10 Jahre hab. Ja, okay, das stimmt. Warte mal, ich guck mal kurz, ob Ghosting überhaupt an ist. Und oder aus. Ghosting? Hä, das ist aus. Warum können wir durch uns durchfahren? Gran Turismo behindert ist. So, liebe Zuschauer, ich bin wieder Single. Also, macht euch Mann. Kurze Info zu mir, ich bin dick, hässlich und ja. Schwul und Torben? Du bist, nein, was? Wie alt bist du? 20. Ja, ich habe meine Sandkastenliebe bis heute behalten. Oh, das ist schön. Hatten zwar zwischendurch immer so ein bisschen kritische Phase, aber. Da muss man durch. Hatten dann ein bisschen Auszeit gemacht und so, ja. Dann war der Facebook-Status, es ist kompliziert. Ja, das ist... Man kennt ihn. Nur, dass ich sie nicht mehr bei Facebook hatte. Die muss ja auch nicht alles wissen. Gut, dass Torben mit einem Familienteil von mir befreundet ist. Ja, meine Freundin muss auch nicht alles wissen. Oh, bitte. Was Kai weiß, was hier lustig ist. Was? Ich habe eine Bekanntschaft aus der Familie. Also mit der habe ich nicht so viel zu tun mehr. Die wird zu viel. Torben. Genau. Nee, Torben und ich. Ich bin schon seit einigen Jahren mit dieser Bekanntschaft von ihm aus seiner Familie bei Facebook befreundet. Echt? Ja. Wusste das einfach nicht. Wo bist du jetzt, Pasco? Nee, ich weiche dir aus! Torben, wir beide sind doch die neuen. Torben, wir beide sind doch die neuen Fan. Das kennt. 39 Vario. Wir sind die was? Neuen Fan Vario. Ja, stimmt, ganz genau. Wir fahren die neuen Fan Varios. Wir fahren kein Rennen, wir fahren Gülle. Oder Mist. Oder beides. Wieso red kein Scheiß? Was meinen Sie damit, werter Zuschauer? Ominöser Zuschauer. Wie heißt dieser Zuschauer? Er kommt jetzt. Okay. Was passiert dann? Er kommt jetzt. Ja, der Zuschauer hat geschrieben, ich komm jetzt. Ich darf seinen Namen nur nicht verraten. Das hat was mit Datenschutzgründen zu tun. Also zumindest bei ihm. Ja, das sagt. Wie? Wer ist der? Ach. Heißt der Zuschauer Ahmed? Nein. Nee, das. Das ist dein Chef, der da gerade geschrieben wird. Volker? Volker, ja. Moin. Nein, dein anderer Chef. Ich hab noch einen Chef.
dann Alter, eben dein Oberboss. Unser Mitgruppenleiter. Das ist zu schwer für Darius. Digga, war ich auf der Hauptschule oder du? Ja, ohne Witz, ich hab nur einen Hauptschulabschluss, ich hab meine Schule abgebrochen, weil ich gedacht habe, so, weil ich halt super arrogant gesagt habe, ihr Vollidiot gehört mir sowieso nicht, ich bin eh tausendmal intelligenter als ihr, und hab denen das halt immer wieder gezeigt, so, und hab halt gesagt, ich brauch die Scheiße nicht, die ich hier lerne. Ja, aber was bringt mir das alles? Ja, eben. So, ich hab trotzdem eine Lehre gemacht. Und jetzt bin ich selbstständig. Lagerlogistikkaufmann und nachher eine Umschulung zum Chemikanten. Ach du Scheiße. Ja. Also schon viel erlebt mit 20. Papa kommt jetzt. Es wird alles wieder gut. Papa 1 ist ja schon da. Aber Papa 2 kommt jetzt auch noch. Ja, die Tochter braucht Hilfe. Ja, ich weiß, ich weiß. Darius wäre gern ein Ficker, da hast du recht. Aber er ist nur ein ja, Wichser will ich auch nicht sagen, weil er ist ja ein Eunuch. Ich weiß, ich habe EU auf dem Kennzeichen stehen. Jetzt versucht das nicht miteinander zu kombinieren. Das haben schon andere getan. Eunuch. Nicht mit 17. Hast du recht. Ja, bitte, was? Brot kann schimmeln, was kannst du? Kluge Sprüche kloppen. Oh, jetzt muss ich mal den Tab machen. Man hört nur Hank. Jetzt muss ich mal den Tab machen. Steve sagt, man hört nur Hank. Jenny hört alle. Jenny hört nämlich alle, deswegen. Ah ne, das war Destroyer. Ja, du fragtest ja, Brot kann schimmeln, was kann ich? Ich kann kluge Sprüche klopfen. Jenny, wer ist Jenny? Jenny ist, ja, das... Das ist meine Regisseurin. Die geht mir fremd mit Pascal. Mit Pasco, Mann. Mit Pasco, ja. Die geht fremd mit Pasco. Bitte was, Jenny? Ich hatte Jenny nicht verstanden. Kann sie nochmal... Ja, sie schreibt das gleich. Ah, okay, sie schreibt das gleich, okay. Ja, schreib es bitte. Schreib es bitte in die Kommentare, danke. Pascal ist doch gay, hey ho. Wer hat das geschrieben? Deine Freundin. Ex-Freundin, Entschuldigung. Hey, was hast du gerade geschrieben? Nein, Steve hat's geschrieben. Steve hat's geschrieben. Und Steve hat auch noch Hallo Jenny geschrieben. Aber wenn der geht erstmal hier ist, dann wird er uns noch schon. Ups. Wo ist denn der Fischkopf? Forest, Low Forest. Jenny. Du nennst mich Spitzkopf. Ich nenne dich Dummkopf. Nur ein Fischkopf darf einen Fischkopf nennen. Das ist wie mit Nigger. Ja, kriegst du mich überhaupt? Was? Was? Kriegst du mich überhaupt? Ja, klar. Ja, jede Nacht. Spätestens. Nachher habe ich dich. Ja, das, ihr seid so ein Traumpaar, so ein süßes Pärchen. Achso, Jenny hat gerade geschrieben: Hallo, Stefan. Er heißt Steve. Merkt ihr das? Steve. Pass auf, ich dich gleich einholen. Oh, ja, jetzt auf jeden Fall. Ich bin absolut auf Unfall. Alternative Warnblinkeranlage.
Ich habe eine alternative Warmblinganlage. Hast du Brot? Jenny? Hast du Brot? Schatz, hast du Brot? Ja. Will sie Brot haben? Stockbrot. Du kannst Beef haben. Das ist dann Stockbrot. Ah. Der ist so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Gib's zu. Boah, der Drift war geil, Alter. Jetzt kann ich hab dich gleich. Geht diese K- David hat Jenny abonniert. Warum tust du sowas? Du Untermensch. Nenn ihn nicht Untermensch, ich hau dich. Jenny David nicht. Hat Jenny überhaupt Hank abonniert? Ja, hat sie ja, sonst würde sie ja keine Mitteilung kriegen. Ja. Liken und abonnieren nicht vergessen und auf die Glocke drücken. Ey, das hast du ja gar nicht gemacht, das hab ich gemacht. Au! Was gemacht, hä? Nein, sie meint gerade, sie hat dich von alleine abonniert. Ja. Ich habe aber gesagt, mach das, sonst kriegst du Kopfschmerzen. Lass das Stockbrot jetzt in Ruhe. Ja, Darius, warum hast du mich eingeholt? Du hast wieder eine Strafe. Autsch. Das Einzige, warum ich eine Strafe habe, ist, weil ich dich gerammt habe. Ach so, du hast... Ach so, du fährst auch schon wieder den Schwung. Lieber Bergheimer als Alzheimer. Lieber Alzheimer als Bergheimer. Ich schäme mich eigentlich für das BM auf meinem Kennzeichen, aber mein E30 hatte damals BM auf dem Kennzeichen. Ich schäme mich dafür. Ich schäme mich dafür, dass ich... Gewitter! Warum? Niemand ist perfekt. Dafür habe ich jetzt EU wieder. Ich bin die EU! Nein, nur im Kreis Euskirchen. Sorry. Power, 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 power. Jenny, schreib mal wieder. Ich muss irgendwas zum... Ich brauche irgendwas zum Lesen so nebenbei. Hä? Hä? Digga, dein Auto ist ja so kacke, das kann ich mal mit mich wegfahren. Das liegt daran, dass ich das, glaube ich, wieder eingestellt habe, dass man das Ram machen darf. Du wärst ja nach vorne geschrieben, leider. Ja, ich weiß, Darius, du wärst gern ein Rammler. Weil du. Ich bin Rambo, Alter. Nee, du wärst gern ein Rammler. Nee, ich bin und nicht der weibliche Hase. So Jungs, kommt das jetzt nochmal zum Rennen in Gruppe 4? Ich ja, Fahrgruppe 4, dann kann ich hier wieder kommentieren und über euch herziehen. Ja, ich muss. Ich will die Rennsimulation dort ja, haben. Wir fahren jetzt 4 auf Interlagos. Ja, mir geht's ja nur um die Rennsimulation. Ja, warte. Du bekommst eine Rennsimulation. Ja, will ich auch hoffen. Kleine Schwuchtel. Okay. Was hat denn schon? Wer liebt wen? Ich meine die 30, ja. Ich lieb Jenny nicht. Die ist mir sympathisch, aber von Liebe will ich noch nicht sprechen. Weil sowas wie Liebe kenne ich nicht. Hab ich nie gelernt. Was das? Was ist Liebe? Lasst uns über Liebe reden. Was ist Liebe? Liebe ist... Endet im...
endet am Ende immer mit Hiebe. Das Schicksal und der Lauf des Lebens. Sie liebt sich selbst. Das ist immer gut, dass man sich selbst liebt. Man. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir alle sind was wert. Das Leben ist etwas wert. Das Leben hat einen Sinn. Denkt da immer dran. Das Leben ist ein Stück Scheiße. Kannst du mal aufhören, so viel zu schnacken? Das hört sich an wie so ein Gottesdienst. Aber wenn wir zwischen den Zeilen lesen, wenn wir reell da dran gehen und realistisch gesprochen das Ganze betrachten, dann ist der einzige Sinn im Leben zu arbeiten, damit wir existieren können. Weil ohne zu arbeiten können wir nicht existieren und daher müssen wir arbeiten. Und arbeiten ist scheiße. Das Leben ist scheiße. Der Sinn des Lebens ist das Leben. Der Sinn des Lebens ist scheiße. Ich laber gerade nur Scheiße. Ja. Jenny ist wenigstens liebenswert, weil sie liebt sie selber. Dann liebt wenigstens einer sie. Hast du die Reifenabnutzungen hochgemacht? Ach nee, scheiße. Oh. Warte, mach ich. Nein. Nein, tut er nicht. Das hat er doch eben mehrfach bewiesen. Ein ganz kleines bisschen. Okay, er liebt dich also mehr als ich. Das ist schon mal positiv. Für sie. Ist Daggett noch im Stream? Weiß ich nicht. Ist überhaupt noch irgendwer im Stream? Ja, ich. Jenny. Okay. Ich auch. Jenny! Auf was war jetzt? Auf 4, ne? Ich guck mal kurz. Broken Dream. Was tut weh? Weil ich den nicht. Frau Stock, was tut weh? Die Kopfhörer. Achso. Und noch was anderes, aber darüber möchte sie nicht reden. Frau Stock, du antwortest. Ah, du Wichser. Wer war das? AMK. Ah, Minakoyim. Grüße gehen raus an dich, Chris. Ja, an Hans Entertainment. Ah, Minakoyim, was ist das? Boah, nee, ich muss doch mal da aufhören. Die Veranstaltung beginnt in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Und das Finale dieses Renndurchlaufes beginnt. Destroyer Dari, der seinem Namen immer wieder alle Ehre macht, der Zerstörer, startet von der 1, Gay Hey Ho, startet dahinter, beide fahren Dodge Viper GT4, der eine von Top Secret, der andere von Sperma Racing. Und Darius hier mit dem besseren Start. Geht jetzt hier außen nach innen in die erste Kurve. Pasco klemmt sich dahinter dran.
versucht da dran zu bleiben, verliert aber jetzt ein bisschen was am Boden, weil er auf den Korb weggerutscht ist. Über den Korb drüber gerutscht ist. Versucht da so ein bisschen im Windschatten sich dran zu saugen. Wird es ihm noch gelingen, vor der zweiten Kurve da an ihm vorbeizukommen? Ich glaube, ich übersteuere ein bisschen. Ne, es gelingt ihm nicht, obwohl Darius einen Fahrfehler mit drin hatte. Bremst jetzt hier relativ früh, um ehrlich zu sein. Wieso fehlen meine Renninfos? Da. Ich gehe jetzt auf die Jagd nach Kippen ganz kurz. Erstmal einen Schluck Cola trinken. Ich kann ja nicht. Kann mir was anderes fallen. Oh. Junge Pascal, also da zu überholen ist genauso dämlich. Und dann sag ich, kann nur mit Ram überholen, Alter. Ich hab dich nicht berührt. Doch. Ich hab dich nicht berührt. Doch, du hast mich voll nach außen gedrückt. Nach außen gedrängt, aber ich hab dich nicht berührt. Ach so. Die Luft drängt mich dann nach außen, oder wie? Ich hab dich nicht berührt, also bei mir war mindestens dort. Du hast mich so nach außen gedrückt. Du kannst bei mir noch durchgucken. Ja, du hast mich voll berührt und hast voll geschubst. Und sagst du mir, ich kann nur überholen mit wegschubsen, Alter. Thank you.
kenne ich nicht. Was ist das? Scheiße. Wo ist dein Handy? Da hinten, wieso? Links von mir. Oh, Schatz. Darius, wo hast du eine Sekunde aufgeholt? Ich habe mich verbremst und muss abkürzen. Hey ho! Hey Tom. Ja bitte. Pascal hat mich so nach außen geschossen. Ich wusste es! Ja, ist doch so. Digga, ich war innen auf dem Club und du bist nach außen gefahren. Du hast Digga, ich hab dich nicht berührt. Digga, ich kann dir die Wiederholung zeigen. Ich hab dich nicht berührt bei mir. Bei mir hab ich dich nicht berührt. Ja, dann hast du scheiß Internet, aber du hast mich so. Ich hab ein scheiß Internet mit einer 100k-Leitung. Also, davon sehen tue ich nichts. Wenn du nicht mal mitbekommst, dass du mich schubst, Alter. Und zwar so nach außen. Allein, du überholst auch an der Stelle, da überholt kein Mensch. Du bist als erstes komplett weggerutscht. Ich bin kein Stück gerutscht, ich bin die Kurve ganz normal angefahren und du drängst dich voll dazwischen, weil du viel später gebremst hast. Bist.
Hast du Lack gesoffen? Ja, du bist. Du hast dich fast gedreht, Alter. Wir gucken gleich mal die Wiederholung. Ich habe mich nicht ein Stück gedreht. Wo ist das? Warum lacht sie? Sie ist ein fröhlicher Mensch. Das finde ich schön. Und ich muss sie wieder abkürzen. Ich bekomme pro Sekunde immer eine Sekunde Strafe. Ich bin ja schon bei einer halben Minute Strafe. 31, 32, 33, 34, 35. Ich steuere gleich auf die 40 Sekunden zu. Allerbest. Ich habe 50.000 Strafe. Ich habe 40 Sekunden Strafe. 42. 45. Ich bin jetzt bei 50 Sekunden. Schon bei einer Minute Strafe. Oh mein Gott. Eine Minute fünf. Ach, leck mich. Ich glaube, ich spiele gleich noch ein paar Runden. Minute zwei. Ich habe jetzt 1 Minute und 20 Sekunden Strafe. Ja, schaut gar nicht mehr. Digga, du hängst 3 Sekunden dahinter. Ich wäre eigentlich Erster. Ich fahre das Rennen jetzt aber noch zu Ende. Warum? Um dir zu zeigen, wie Pascal mich überholt hat. Du zeigst gar nichts. Ich habe 1 Minute und 32 Sekunden Strafe und das wird pro Sekunde immer mehr, weil ich nicht anhalte. Das ist eine ganze Runde. Ich hab gleich 2 Minuten Strafe. Junge.
Okay, jetzt bin ich bei 2 Minuten 5. Läuft. Alter. Mann. Das hat doch gar keinen Sinn mehr hier. Jetzt weiß ich auch, warum Pascal eine Fahrerwertung von E hat. Weil ich die täglichen Rennen nicht mache. Richtig. Nee, die musst du ja gemacht haben, sonst hättest du ja keine Wertung. Ja, stimmt, ich habe ein Rennen gemacht. Und dann ist man gleich auf B. Sportgastwertung? Nee. Ich habe wirklich nur ein Rennen gemacht. Nee, das geht nicht. Nee, geht nicht. Scheint ja doch zu funktionieren. Nee, das geht aber nicht, weil man pro Rennen irgendwie nur 100 XP bekommt und man braucht dafür 15.000 oder sowas. Was haben denn die XP jetzt damit zu tun? Hä? Wegen dem einen Rennen. Ja, was haben die XP jetzt damit mit der Fahrerwertung zu tun? Hä? Von dem Rang. Man kann ja, weil das nicht geht, weißt du? Wir reden, glaube ich, voll aneinander vorbei gerade. Glaube ich auch. Ich bin schon bei 3 Minuten Strafe. Und alles nur, weil du behindert bist. Ich wurde behindert überholt. Wie so ein Krüppel, ey. Das hat doch alles keinen Sinn mehr hier. Ich bring mich gleich um. Tu es nicht. Autopilot fährt. Hm? Ex. Ich bin ja kein Olli. Der nach einer Runde schon keinen Bock mehr hat, weil er zu weit hinten liegt. Sag mal, müssen wir nicht mehr langsam in die Box? Nö, doch. Pascal, hast du noch eine Strafe? Wie viel? 3,25. Okay, das geht ja noch. Ich bin jetzt bei 3 Minuten 35. Nee, ich bring mich um. Hier, Tom, wann kommt eigentlich der Geld nach Hause? Keine Ahnung, ich dachte, der war schon wieder hier. Bei dem Freund kein Wunder, Hank, das kriegen wir noch im Channel Beschreibung. Alles muss man sich kümmern. Hä, hey, ich hab Kinos gar nicht mehr in der Channel Beschreibung. Oh, doch. Wirklich? Sag wer. Daggett. Dann werden wir das jetzt sofort mal ändern. Krinux fliegt raus. Polizei! Wer hat wem eine Ansage gemacht? Ich verstehe das jetzt nicht. Was denn? Alles gut. Okay. Der Tüter da. Ja, ich muss das noch machen. Also ich muss das hier noch komplett bearbeiten. Alles nochmal vernünftig.
Vor allem wenn jetzt vor allem wenn ich jetzt Kinos hier raus habe, dann habe ich ja sowieso mehr Platz. Das Böhm hat geschrieben. 5 bis 7 Minuten ist er wieder da. So, das Böhm hat eine Sprachnachricht geschickt. Moment, das muss ich erstmal so machen. So, jetzt. Ja, Kollege, das heißt die Super, nicht der Super. Die. Entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie bitte, Herr Böhm. Wir müssen mal schauen, dass du auch Zugriff als Admin hast. Ja, das wäre gut. Das wäre wirklich gut. Live Control Room. Stream läuft einwandfrei jetzt seit 1,5 Stunden. Ich weiß, auf Facebook. Tja, Jenny, dein Stream läuft jetzt schon seit 1,5 Stunden. Dein exklusiver Stream, der nur für dich ist. Der dir gewidmet ist. Ja, ich weiß aber, wie das geht. Meinst du die Facebook-Seite oder die Gruppe? Das ist ein fataler Fehler. Ach, Stitchy Bitchy. Grüße mal von mir. Schöne Grüße von Darius. Schöne Grüße auch von meinen restlichen Zuschauern, was eben live im Stream. Ja, Krinux ist jetzt rausgeflogen aus der Videobeschreibung. Meiner gestern von morgens bis nachts um 12. Ach so, ja. Ja, mal gucken, wie lange Jennys exklusiver Stream jetzt noch geht. Ach so, die Community-Gruppe. Ja, das können wir auch machen. Ja. Ja, Jenny, schreib doch mal in die Kommentare, wie lange du glaubst, wie lange dein exklusiver Stream laufen wird. Warte, ich muss die Sprachnachricht nochmal schnell machen. Ach ja, und Steve lässt sich auch noch grüßen. Der Schrumpfhoden. Hat er mich Schrumpfhoden genannt? Nein. Hey ho! Einen wunderschönen guten Abend! Liebe Grüße von den Böhm! Ja, Leute! Naja, Pastel geht nach dem Rennen raus. Ja, aber Jenny, das ist dein exklusiver Stream, du musst ja bei uns bleiben. Ja, Pascal kann ja immerhin so, denn kann ja immer noch auch als in der Party bleiben. Ja. Ja, Pasco, Box, dein Rennen ist jetzt vorbei und dein Sprit ist fast leer. Das reicht. Ich weiß. Speckpimmel als Schrumpfhoden. Hallo, Kommentator, Streamer. Ups. Hallo, Kommentator, Streamer. Ich kann doch bestimmt beitreten, oder? Im Stream? Also auf YouTube? Oder in der Party. Ja, apropos, genau, zu das Böhm. Da war ich ja stehen geblieben. Da wollte ich eigentlich gerade noch was gesagt haben. Aktuell läuft ja Staffel 1 von Fortnite. Da werden jetzt die nächsten Folgen, werden jetzt auch die nächsten Tagen folgen. Da auch nochmal eine kleine Info zu. Ja, ihr habt richtig gehört, Staffel 1. Es wird eine zweite Staffel geben. Das wird definitiv lustig, das geht schon wieder. Boah, wir arbeiten aktuell gerade an der zweiten Staffel, wir drehen aktuell. Und ich kann euch nur sagen, das geht genauso nach hinten los wie die erste.
Da passiert nur Scheiße. Ja, Speckpimmel an Schrumpfhoden in Sahnesoße ruft. Man hört dich nicht. Oh. So, ich habe mir die Wiederholung jetzt mal gespeichert und ich zeige dir das jetzt mal was bei. Ja, genau, das wollte ich mir auch mal anschauen. Jetzt. Das würde mich ganz gerne interessieren, was da der Vorfall gewesen sein soll. Von dem ihr erzählt habt. Gruftsack. Du kenne mir. Kurz raus. Der Horst hat das Spiel blockiert. Beendet. Ich muss mich gerade ganz kurz mal um eine Kleinigkeit kümmern. Kennedy! So, da sind wir wieder live hier im Bild. Oh, Horst. Horst. Böp. Moin. Das Böp. Ja, ist ja nicht so. Weißt du, ich hab dir gerade die Nachricht geschickt und als ich dir die Nachricht geschickt hab, kam das im Stream. Ach, krass. Und die Antwort auch. Geil. Oh, mein polnischer Freund hier hat eine Lobby, Nordport hat eine Lobby aufgemacht, BLK, Bonanza hat eine Lobby, Dennis hat eine, Sub hat eine, den kenne ich nicht, Marco hat eine, oh, DT. Da müssen wir rein. Schleife für Reife. Jenny, Regie? Ist Böhm zu hören? Regie, ist noch ein Peter im Bunde zu hören? Böhm, rede bitte. Noch ein Peter. Hallo. Jetzt kommt's. Ja, er ist da. Er ist zu hören. Sehr gut. Huha. Macht Steve eine neue auf? Speed Eagles, Polen. Das klingt auch gut. Das klingt nach ganz normalem Interesse. Spaß. Nee, wir machen hier mal eine auf. Darius, ich hab dich nicht berührt. Guck's dir an, Alter. Digga, ich guck's mir an. Ich guck's mir gerade an. Ich hab dich nicht berührt. Siehst du es nicht, wie du mich fängst? Digga, du bist erstens weggerutscht, ich bin dann in und du ziehst auch noch in. Obwohl ich schon in war. Da hat ein Böhm gemacht. Ich bin gerutscht, weil du mich nach außen gewischt hast. Wo soll ich denn da hin? Ich bin. Guck mal, ich bin in und du. Ich bin schon komplett auf dem Körper. Du bist in ihm drin. Torben, guck dir das mal an. Ich bin komplett in. Ich kann gar nicht noch woanders hin. Ja, doch. Nur in ihn rein. Nein. Du drängst dich zwischen die. Du hast mich. Da, wo du mich das erste Mal schon berührt hast, da hast du mich schon nach außen berührt. Darius, das Film lernen wir aber nochmal. Ich hab dich nicht berührt. Klar hast du ihn berührt. Ich hab ihn berührt, als er mich gerammt hat, ja. Hä? Du ziehst nach innen rein. Und berührst ihn da mehrfach. Ist so. Ey, pass auf, bei mir sieht man das kein Stück. Ich bin ein Spitzkopf. Schnatter, Gartenzwerg. Junge, Alter, Pascal, du hast mich dreimal, glaube ich, noch aus mir drängt. Egal. Ich schwör's dir, bei mir ist das nicht zu sehen. Ja, Pascal, du bist der Beste. Bei mir siehst du es nicht. Ah, warte mal, vielleicht aus der anderen Sicht, warte kurz. Steve, Sprachnachricht jetzt. Nein, selbst da ist noch Luft. Der mich ewig rausdränger.
Stevie! Hört ihr diesen E30-Klang? Hört ihr diesen E30-Klang? Stitch, ich habe eine Lobby aufgemacht, die ist gleich betretbar. Ja, ja. Ups, mein Mikro kommt mir hier entgegen. So, neue Lobby offen. Alle, die rein wollen, können rein. Das kann nur wieder nach hinten losgehen. Ja, müssen wir mit Zimmer raus. Wieso? Das siehst du jetzt gleich, wenn du reinkommst. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Call of Duty jetzt spielen. Oh, der weg bei. Predator 2? Ja. Geil, lass machen. Fahr ich dann jetzt hier allein oder was? Bestimmt. Scheiße. Ist gemein. Lass mich hier alle alleine. Allein. Pascal, fick ich dein Bein. Ich geh jetzt mit meinem Hund und geh dann schlafen. Mann. Wer ist denn jetzt dabei? Der Wie, du gehst schlafen, Alter? Wir haben halb zwölf. Richtig, ich bin alter Mann und muss schlafen. Du bist 19. Was soll ich denn sagen? Ja, Jenny ist auch raus, sie lässt mich alleine. Lasst ihr mich hier alle alleine, das ist unfucking fassbar. Ich sehe deine komische Lobby hier ein. Ach so, ja, ich weiß, woran das liegt. Weil du offline bist. Ich bin offline angezeigt. Okay, dann gib mal folgenden Code hier ein. Warte, Uno Mentos. Ich schick dir. Das ist seine E-Mail-Adresse. Genau. Unfassbar. Boing. Boing, flip. Wer ist dabei? Aber ich folge dir auf Insta, also bin ich immer bei dir. Was? Du folgst mir auf Insta? Seit wann folgst du mir auf Insta? Das ist echt nett von dir, echt lieb. Seit wann folgst du mir auf Insta? Hab ich was verpasst? Sie folgt mir auf Insta? Ja. Hey, du Hans, was los? Hä? Was? Bitte? Hä? Ja, genau du. Bitte, was ist los? So, Jungs, ich bin raus. So, du bist raus. Gut. Auto rein. Bitch, bitte. 1,38 oft. Ja. Ja. Yep. Ah, habt ihr die ach, was habe ich denn gemacht? Ich habe Böhm gar nicht das, ich habe Böhm gar nicht die Dings geschickt, die Raumnummer. Scheiße. Ich habe sie nur in die Gruppe gepostet. Ich Trottel. Ich hatte gedacht, du bist schon in unserer Sim Racing Friends Sim Racing Friends Gruppe mit drin. Ich zock mal ein paar Runden BB2. Mhm. Erst auch noch. Ich bin dabei. Da sind nur Franzosen unterwegs. Ja, ich mach die alle fertig. Das hier ist Dreckspark. Oh. Das war ich nicht. Die können eh nichts. Die können alle nichts. Nö. Hast du gefunden? Sieht das so aus? Ich frag ja nur. Dann gib mal ein, also, oder gibst du noch ein? Nö, nicht mehr. Mach 047. Findest du nicht? Ja, passt.
Nordschleife, also reine Nordschleife, N100. Böhm ist da. Ach du Scheiße, ich geh raus. Nein, bleib, bleib, bleib. Das ist lustig mit Sambabus. Hab gar keinen, ha, fick dich. Oh ja. Yep. Ohne. Nein. Ich bin ja auch als Offline gekennzeichnet. Ja, aber verkack nicht, mein Freund. Motiviert. Mahlzeit! Hol die Stifte raus! Der Stift ist gleich raus. Und Einschlag. Junge, der kriegt schon Einschläge, so drauf ist der. Du hast wirklich keinen Sambabus, Stitch? Nein. Ah. Was hast du denn für ein N100? Ohne Witz, das muss man wirklich mitgemacht haben, das mit dem Sambabus über die Nordschleife. Erste Runde. Ich bin noch Level 1. Ups. Hö, was ist das jetzt? Ich warte hier auf Böhm. Ganz genau. Alter, das ist nicht so lange. Also, wenn das jetzt nicht schockt, dann... Alter, die campen in den letzten Ecken. Das regt mich jetzt schon wieder richtig auf. Wenn man auf Böhm wartet.
Irgendwie laufen wir. So, ich muss jetzt erstmal. Ich muss jetzt gerade erstmal meinen Klingelton wieder ändern. Dann. Da. Das ist sehr gut. So, jetzt ist mein Klingelton wieder richtig. Sekunde, ich muss hier gerade mal eine Sprachnachricht hören, die ins Private fällt. Ne, das schockt mich, ey. Ich komm dazu, wartet mal, Jungs. Ich. Tolle Wurst. Alter, wir schnaufen da so rein, ey. Hä, nein. Sonst habe ich mein Mikro immer voll weit weg. Der fährt ja kein Samba-Bus. Wollen wir starten? Ich hab keinen. Der kostet nicht viel.